Guten Tag. Was machen Sie denn hier? Wenn, wie Sie sehen, das ist hier eine Crime Scene. Ich häng. Wieso sitze ich jetzt? Ey, so ist es aber nicht gedacht hier, ja, dass wir hier die Rollen tauschen. Sie sind der Verbrecher, jetzt lassen Sie mich bitte. Oh, Scheiße. Ah. Oh Gott. Was war das denn jetzt gerade? Okay, zurück zum Roleplay. Gaucher Garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LSPD FR mit mir, dem Ratzler, und euch, dem Zuschauer. Ja, die alte Begrüßung mal wieder rausgehauen. Oder ist es alt? Ich weiß es nicht. Bei Begrüßungen bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls haben wir jetzt früh am Morgen, glaube ich. Haben wir früh am Morgen? Wir haben früh am Morgen, 5.30 Uhr. Und wir steigen mal in unseren wunderschönen Ford Crown Victoria. Und ihr seht schon unten rechts, ich habe eine neue Mod installiert. Die heißt Police Live S, glaube ich. Oh. Ach, das ist doch scheiße. Habe ich gleich die Lampe kaputt gefahren hier. Die heißt Police Live S. Und die macht ganz viel Zeug, aber unter anderem halt auch den Spritpegel anzeigen. Das macht die Mod. Naja. Download-Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Wir haben Gang Attack in Progress. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg dahin. Und gucken, dass wir die Streithähne auseinanderbringen können. Wobei ich denke, dass das eher eine Schießerei ausartet, als eine kindliche Kindergarten-Streitschlichtung. Boah, wir hatten früher immer uns Streitschlichter. Und die sind immer mega nervig gewesen. Was ist das? Das waren immer die Leute. Das waren immer die Leute in der Schule, die am Ende immer irgendwie, was weiß ich, dann ja, als Richter oder so geendet haben. Weißt du, die waren immer. Waren immer die Streber in der Schule, waren die normalen, die hatten nie Spaß in der Schule. Das waren immer bei uns die Streitschlichter früher. Naja, darum soll es nicht gehen. Oh fuck, oh. Okay, warte, wir gehen zurück. Dann ist nämlich der Progress. Wir haben ihn noch nicht ausgelöst. Das ist noch ein bisschen bescheuerter als BDFR. Ich glaube ganz ehrlich, da ist so viel Stress. Genau. Da ist so viel Stress, wir holen unsere M4A1 hinten raus. Sonst überleben wir diesen Tag heute nicht. So. Okay, alles klar. Kommen Sie nach hinten, Sie Kollegen, ey. Soll das ein Schimpfwort werden? Ey. Wollen wir Unterstützung? Ich glaube nicht, oder? Die kämpfen sich auch gegenseitig. Pass auf. Wir stürmen jetzt. Lebt er noch? Nee. Auf dem Boden. Oder ist tot, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich werde beschossen. Ah! Okay. Auf dem Boden. Wow! Hätte man jetzt totschießen müssen? Hätte das jetzt sein müssen? Naja, wir holen mal einen Corona. Wir haben hier den Gangfight beseitigt. Oh fuck, nicht da reinfallen. Nicht ins Hafenbecken fallen, sonst ist unsere Kleidung schmutzig. Okay, es gab ein paar Tote. Aber ich glaube, unter den Officern. Oh, warte, hier ist einer. Ah, der lebt da. Okay, hier, perfekt. Keine Officer sind gestorben. Wir machen mal eben die Tür zu hier für den Runner. Keine Officer sind gestorben. Das ist gut. Warte mal, verliere ich Leben? Ja, okay, ich verliere Leben. Die waren gerade nur mit unseren Kollegen beschäftigt. Ich hatte Angst, dass ich wieder kein Leben verliere. Jetzt hätte ich mein Safecam kurz nochmal erneuern müssen. Das wäre nicht so toll. Ach du Scheiß, was ist denn hier passiert? Ey, Moment. Bitte mal aussteigen. Können Sie nicht. Bitte fahren Sie nicht ins Hafenbecken. So. Guten Tag. Was machen Sie denn hier? Wenn, wie Sie sehen, das ist hier eine Crime Scene. Ich häng. Wieso sitze ich jetzt? Ey, so ist es aber nicht gedacht hier, ja, dass wir hier die Rollen tauschen. Sie sind der Verbrecher, jetzt lassen Sie mich bitte. Oh, Scheiße. Oh, oh Gott.
Was war das denn jetzt gerade? Okay, zurück zum Roleplay. Guten Tag. Ja, ich finde es nicht gut, wie Sie sehen, ist in der Crime Scene. Also, Bernhard. Bernhard Max, ja, das ist natürlich ein deutscher Name. Entfernen Sie sich bitte hier, was. Ich möchte nur kurz Ihre ID durchgehen. Irgendwie. Das ist mega buggy. Ich komme nicht mal aus der Perspektive. Wir müssen mal, glaube ich, kurz arresten. What the fuck? Ah, ich kann nichts mehr machen. Ja, genau, ich issue dir mal Warning. Und dann fahren sie ruhig weg. Ja, toll, wieso fahren sie dem hinten rein? Ich kann nichts machen. Ich muss mal ganz kurz. Ah! Alter, what the fuck? Alter. Ah, jetzt geht's wieder. Da fährt keiner. Was ist das bitte? So, wir steigen da mal. Ah! Jetzt geht's aber auch wieder. Hallo? Hallo? Jetzt hat sich aber ausgetan. Was müssen wir jetzt einsteigen? Ey, wir steigen. Jetzt sind wir hier mal ganz ruhig. Ja, wo sind wir gerade überhaupt? Irgendwie. Ich bin da irgendwie ein bisschen. Warte, hier. Da hinten ist unser Auto. Okay. Was war das denn jetzt gerade, Alter? What the fuck? Naja, immerhin haben wir den Einsatz abgeschlossen. Da fährt kein Typ drin. Ich komme darauf nicht klar. Der Typ hat keinen Fahrer. Das Auto hat verdammt nochmal keinen Fahrer. Was? Okay, die LSPDFA-Mod ist also noch nicht ganz ausgereift, wie man vielleicht sieht. Gut, wir machen es jetzt nichts draus. Wir fahren aber mal weiter. Wir dürfen aber einmal die Karre reparieren, die wir uns vorhin kaputt gefahren haben. An dem Stipfel. So, hinter uns ist ein LKW von Joe Bild, glaube ich, oder? Also ja, von Joe Bild. Ist das? Die Verarsche von Peter Bild, by the way. Oder heißt die Verarsche, die Nachmache von Peter Bild? Heißt es Peter? Ich glaube, es heißt Peter Bild, oder? Ich glaube, es heißt Peter Bild. Oh, guck mal, da oben geht Party ab, aber das ist nicht unser Bier. Wir fahren mal ins Ganggebiet, würde ich sagen. Das ist nämlich eh gleich um die Ecke. Hit and Run. Ja, guck mal, ist perfekt im Ganggebiet. Wir haben Code 3. Das heißt, Hit and Run ist Fahrerflucht. Das heißt, da ist eventuell Eile geboten, um den Fahrer bzw. den Täter noch schnappen zu können. So. Officer over here. Okay, pass auf, dann fahren wir mal. Oh Gott, darf ich hier? Okay, ja, ich darf irgendwie. So. Bitte fahren Sie mir nicht rein. Bitte fahren Sie. Okay. Guten Tag. I saw what happened, officer. That car just hit the poor pedestrian and took off. The windshield shattered and the car has a lot of front end damage. The car was a matte desert tan colored. The first three digits of the license plate were 260. So. Heißt kaputte Schnauze. Kaputtes hier Windschild. Das heißt Windschildscheibe, genau. Und die first digits vom Number Plate habe ich vergessen. Aber die Dispatches hatten sich ja. Mein Gott, ey, hier ist Deutsch und Englisch zugleich. Weißt du, bei mir lernt man was. Nur nicht das Richtige. So, da hinten ist das. Wie weit ist denn der bitte? Ja, wobei, es passt. Also, wir fahren eben Code 2. Weil. Gott, kommen wir überhaupt lang? Er ist auf dem Highway. Wie fahren wir denn jetzt lang? Okay, wir fahren andersrum, glaube ich. Wir fahren doch nochmal mit Sirene und schalten dann im Bereich die Sirene aber ab. Sodass wir den Täter nicht erschrecken. Oder verschrecken, besser gesagt. Wenn jetzt auf der Brücke. Da oben ist er jetzt, oder? Oh Gott. K
kaputtes Windshield. Hm. Naja, wir fahren einfach mal. Lalala. So, pass auf, jetzt machen wir hier aus. Gucken uns hier das Auto genau an. Ob hier nicht irgendwas auf unsere Beschreibung zutrifft, aber die haben alle eine makellose Front, möchte ich ja sagen. Jetzt ist der da unten, Alter, ich krieg gar einen Fall. Okay, dann schalten wir die Sirene an, drehen die hier um und fahren Richtung Flughafen. Gucken, ob wir den da finden. Nicht, dass der uns hier in dem Flieger abhauen möchte. Das heißt, es sollte Eile geboten sein. Oh, oh Gott, ich fahre hier wieder mal richtig behindert. Oh. Ja, wie man sieht. Wie man sieht, fahre ich mal wieder richtig behindert. Oben oder unten? Ich glaube unten. Ich hoffe unten. Oben. Leck mich. Scheiße. Das ist hinter mir, egal. Das oben macht, das stinkt doch jetzt schon so ein bisschen. Das heißt, im Endeffekt kann der nur oben sein. Das heißt, wenn wir jetzt schnell genug sind, können wir dem hier den Weg abschneiden. Genau, das ist nämlich jetzt hier oben irgendwo. Wir fahren mal mit Sirene vorsichtig. Da haben wir ihn nämlich. So, okay, wir haben ihn. Wir schalten in Code 2. Und ich würde sagen, halten wir an. Bitte mal rechts ranfahren. Oder links ranfahren. So, wir holen mal gleich. Wow. Okay. Wir machen aber die Tür natürlich zu. So. Und holen natürlich auch gleich ein bisschen Verstärkung. Nur für den Fall, dass hier irgendwie was schief geht. Genau, so wie jetzt zum Beispiel. Jetzt haben wir schon ein paar Kollegen geholt. Und gehen dann auch selber in die Verfolgung, weil unsere Karre ist nicht mehr so die frischeste. Wir werden natürlich auch noch Air Support anfordern, sodass wir den nicht aus den Augen verlieren. Ich repariere mal ganz kurz heimlich, weil sonst kommen wir hier nicht voran. Jetzt können wir nämlich, jetzt sind wir wieder ein bisschen wendig und fallen sie das einfach besser aus. Ja, einfach kosmetisch. Bist du besser dann. Was macht denn der da? Der fährt runter. Wir müssen aufpassen, dass wir selber keinen Unfall machen. Bitte rechts ranfahren. Hallo. Er fährt noch nicht aggressiv und er schießt auch noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt noch nicht so dringend irgendwie zum Stoppen zwingen. Wäre natürlich trotzdem gut, wenn er anhalten würde. Oh, oh. Okay. Wir sind zu zweit gegen den. Ist das in Ordnung? Genau. Noch ist das in Ordnung. Sofern das dann aber länger braucht und er nicht aufgibt, holen wir dann natürlich Verstärkung. Ja, jetzt ist es aber langsam schon ein bisschen knapp, weil der geht schon aufs Gas, der Typ, ne? Pass auf, wir fordern nochmal hier zwei Einheiten an, die sich da dranhängen. Oh. Alter, wieso bleibt denn da stehen? Guckt euch die Leute an! Könnte ich kotzen bei denen. Ja, das ist ein Unfall gemacht. Ey, stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Gehen Sie auf dem Boden. Okay. Den haben wir. Wir holen einen Transport für den Jungen hier. Hallo, hupen Sie bitte nicht rum. Hier ist, Crimes. Ja, ungefähr so. Oh fuck, die Karre brennt. Okay, wir transportieren mal kurz den Oldtimer. Na, wir müssen mal ganz kurz hier ausweichen. Komm, gehen Sie weg von der Dingsel hier. Wir müssen mal kurz hier löschen. Ich glaube, das Feuer ist eh von selber ausgegangen. Dennoch müssen wir es ein bisschen beobachten. Dispatch calling
Okay. Ich glaube, dass das Feuer sich hier einigermaßen beruhigt hat, dass hier keine Brandgefahr mehr herrscht. Deswegen können wir jetzt untersuchen gehen. Mal gucken, was die... Oh, nicht reinfahren. Gucken, ob der Typ irgendwas Illegales drin hatte. Oder ob wirklich nur die Fahrerflucht der Grund für die Verfolgungsjagd war. Genau. Wintercoat. Ja, bis jetzt ist ja alles legitim. Bis jetzt ist alles okay. Ich hab mal kurz die Bar... Yeah, weggemacht. Pass auf, wir fahren mal kurz. Weil die Karre kann man auch nicht mehr fahren, ne? Die steht jetzt hier fest. Ne, die kann man nicht mehr fahren. Jetzt müssen wir noch hier hinten gucken, ob hier irgendwas ist. Auch ein First Aid Kit. Okay. Dann holen wir einen Tow Truck für den hier. Und hier ist auch noch ein Auto, was einfach abgestellt wurde. Ich denke, der Zivilist hatte vielleicht einfach Angst und ist geflüchtet. Und wenn das wieder anfängt zu brennen, dann ziehe ich dich vor Gericht. Das heißt, die Karre hier, oder vielleicht wurde die auch abgestellt, ne, aus Sicherheitsgründen schleppen wir die Karre auch mal ab. Kann sich der jeweilige dann beim Präsidium abholen. So, der fährt hier. Jetzt war aber noch kurz auf dem Abschlepper. Wo ist denn der? Ist jetzt da unten oder was? Oh ja, der Abschlepper macht mal einen Tagesausflug in den Kanal. Das kann ja dauern. Oh Gott. Ja, wobei es geht, der fährt jetzt hier noch kurz hoch. Manchmal verstehe ich Leute von Los Santos nicht. Oder von Los Angeles. Wie man es nimmt. Aber die Karre ist weg. Wurde wohl abtransportiert. Okay, pass auf, dann steigen wir ein. Das ist eigentlich meine Windschutzscheibe kaputt. Ich habe irgendwie einen Unfall gehabt oder so. Oh Gott. Ja. Aber wir reparieren jetzt einmal. So. Haben wir noch irgendwas, wo man vielleicht ein bisschen kämpfen muss? Weil hat man am Anfang, aber das war mega einfach. Individual with a firearm. Das klingt doch nach Action. Super, so, wir gehen First Person. Oder gehen mal kurz in die Dashcam und fahren dorthin. Das ist aber eh da vorne. Das heißt, wir gehen wieder in First Person. Und fahren hier mal. Oh ne, wir fahren noch ein bisschen weiter. Vorsichtig. Okay, wir haben jetzt jemanden mit einer Handfeuerwaffe. Okay, die haben nur Bier dabei. Ich dachte schon, ich müsste jetzt hier auch schon Alarm schlagen. Aber okay, pass auf, wir parken mal eben. Parken wir jetzt so. Hier. Da ist kein Gras, da fahren wir nichts kaputt. So. Daher, dass wir hier Suspect with Firearm haben. Lass mich wieder durch. Gehen wir vorsichtig ran und holen noch ein bisschen Support. Und gehen dann mit Gefechtspistole dran. Gucken, wenn er aggressiv wird, müssen wir sofort schießen. Und gucken, hier haben wir Fluchtmöglichkeiten, für den Fall, dass es zu heiß wird. Und hier habe ich auch noch einen Hund, aber der ist, glaube ich zumindest, friedlich. So. Und dann können wir es, glaube ich, sogar tasern. Nehmen Sie die Waffe. Alter! Alter! Officer down! Officer down! Alter! Oh. Der Typ hat sich selber in die Luft gejagt. Scheiße, Alter, das war ein Selbstmordattentäter. Scheiße. Und wir sind voll blutverschmiert. Okay, wir müssen zwar kurz verbanden, wow. Für den Jungen da hinten, für den ist echt nichts mehr zu machen, da können wir uns, glaube ich. Wobei, was wir noch eben brauchen, ist für den Jungen natürlich, habe ich ein bisschen Grafikbug. Ist das ein Grafikbug? Ne, ist nur ein Schatten. Okay. Was wir dir natürlich noch brauchen, ist. Ist einen Corona-Service.
Boah, da wolltest du dich ernsthaft in die Luft jagen, Alter. So was hatte ich aber auch noch nie in der SPD-Fahr. Wir selber müssen uns dringend verbinden. Ich meine, wenn ihr gerade aufs Leben geachtet habt, das war eigentlich nicht mehr vorhanden. Ich hatte gerade irgendwie kein Leben mehr. Also jetzt im Spiel echt natürlich auch. Aber wir verbinden uns mal kurz. Haben ja auch eine Weste gefunden. Warte mal. Das Polizeiauto hier steht irgendwie ein bisschen komisch. Pass auf, wir parken das mal kurz um. Parken das mal kurz hier in die Seitengasse. So, das kann ich dann der Kollege wieder abholen. Der macht, glaube ich, gerade Befragungen oder so. Aber nicht, dass es hier auf den Gleisen rumsteht. So. Aber wir steigen mal wieder in unser Auto ein. Müssen den Schock verdauen. Und gucken mal, was wir noch so... Oh, guck mal. Speed Pursuit. Nee, komm. Das machen wir jetzt nicht. Ablehnen kann man die gar nicht mehr. Das ging nur ein LCPDFA. Ein LSPDFA. Haben sie das Feature irgendwie nicht drin. Aus irgendeinem Grund. Surveillance Tage. Ja komm, das machen wir jetzt noch. Target Driving, Registration. Lest das jetzt nicht vor, weil sonst würde ich mich eh verhaspeln, wenn ich mich kenne. So, lassen Sie sich bitte vor. Ich muss zum Einsatz. So, so, so. Lass einfach alle Bordsteine drüber fahren. Ach, guck mal, der fährt. Okay, der fährt. Achso, ja klar. Wenn da steht, das Driving, dann, ja, da natürlich. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Was war das gerade? Ey, Moonwalk oder was? Der hat sich rausge... Alter, was ist denn heute los, ey? Heute ist voll die explosive Folge. Weißt du, der eine jagt sich selber in die Luft. Der hier jagt seine Karre in die Luft. Mal stoned hier, ja, sind wir wieder ein bisschen stoned heute. So, wir holen mal ganz kurz den Feuerlöscher und gucken, dass wir mal das Schlimmste verhindern. Ah, ich brenne! Okay, okay, wir lassen es halt über die Feuerwehr machen. Mal hören wir sie auch schon. Kommt die Feuerwehr. Verstehe nicht, wieso die immer so knapp vorm Feuer stehen bleiben. Oh fuck, nicht mit der Panzerfaust. Nicht die Panzer. LOL! 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 Ich muss die Karre. Ey! Ey! Ja genau, Feuerwehr. Feuerwehr, mach mal deinen Job. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, die haben es tatsächlich geschafft, dass es voll gelöscht wurde. Ja, ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Fahren Sie bitte weiter. Okay, die Karre wäre fast in die Luft gegangen. Kann man die noch fahren? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, doch. Ja, okay, aber ich kann sie nicht bewegen. Zumindest kann ich sie fahren, aber nicht bewegen. Und einmal hier für einen Tow Truck und dann noch einmal für die ausgebrannte Karre ebenfalls einen Tow Truck. Bitte hier an meine Location. Die Straße heißt Adams Apple Boulevard. Das ist auch ein richtig geiler Name. So. Na, noch ein Petrol Theft, aber ich würde sagen, das übernehmen die Kollegen. Wir haben jetzt 16.45 Uhr. Huch, ich bin mal wieder gegen was gefahren. Das heißt, wir hatten jetzt eine 12-Stunden-Schicht. Ziemlich genau. Und das reicht jetzt auch für heute mal. Ich habe die Tür nicht richtig zugemacht. Naja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSBDFR. Bis dahin, haut rein, macht es gut. Tschüss.